Biss, Biss! Oh, ey! Nein, das ist die Mutti! Dazu! Ey, mit der Jackson, Alter! Was hast du dazu? Ein ekliges Ding! Jackson, was sagst du denn? Jesus, Marie! Mach mal den Schwanz so. 1,24 Meter. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei den Angel Gypsies. Wie ihr seht, wir haben es nach 2,5 Monaten wieder geschafft, zusammen ans Wasser zu fahren. Jackie, meine Montage bzw. Montagearbeit ist rum. Wir haben es geschafft. Ihr habt gesehen, ab und zu mal kam kein Video online, das ist dem geschuldet. Jackie hatte auch sehr viel privat zu tun. Ich hatte keine Zeit zum Schneiden, weil ich auf Montage war. Bin Freitag wiedergekommen, abends und Sonntagmittag wieder los. Ja, das ist jetzt endlich vorbei. Und ja, ich bereue es nicht, dass ich den 2,5 Monate nicht an der Backe hatte. Denn wir haben einen Fußmarsch hinter uns. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, des Grauens. Hier, die Gypsiletten. Weiß nicht, ob man das sieht, Jungs. Guckt euch das an. Komplett im Schlamm versunken. Oh, mein, die Sonne hier, Jackie, war mein Auge. Ich bin komplett im Arsch. Ihr seht's, ich bin ganz schön speckig. Dick und doof oder dick und dumm ist wieder am Start. Also der Weg, da war echt krass, Jackie. Ja, ich fand ging, 800 Meter ging, ja. Ne, hast du dich mal angeguckt, mich angeguckt? Wir haben nur das nötigste Tackle mit. Wir haben. Du musst sehen, heute kommen 37 Millionen Mücken. Da kannst du froh sein, dass du was an den Beinen hast. Schon. Ja, und was haben wir heute vor? Wir angeln mit Köderfisch auf Zander und vielleicht geht ein Aal ran. Oder ein Wels vielleicht. Genau. Kann ja alles beißen, oder echt. Oder ein Wels. Wir sind an einem relativ großen See. Und da wollen wir mal gucken, ob wir einen kaschen. So, wie gesagt, wir werden nur mit Köderfisch angeln. Eigentlich ein Allround-Ansatz. Es kann Zander beißen, es kann Hecht beißen, es kann Wels beißen. Es kann vielleicht eine Raubschleie beißen. Was? Und ein Aal kann beißen. Ja, wie gesagt, nur das nötigste Zeug. Wir haben vor, die ganze Nacht zu angeln. Beziehungsweise, ja, erzähle ich euch das nachher alles. Wir müssen erstmal die Gärten noch reinhauen, wie das hier alles vonstatten gegangen ist. Wie gesagt, wir haben bloß einen Stuhl, wir werden nur auf dem Stuhl bloß pennen. Das werde ich euch alles nachher sagen. Jackie, danke auf jeden Fall schon mal voraus. Ja, kein Ding. Ich hab dir nicht zu viel versprochen, oder? Du Scheiße, ey. Wenn ihr mit denen angeln geht, ihr habt es nur satt. Ihr könnt nur nach Hause fahren und was weiß ich. Ach, einfach alles. Ja. Hoffen wir mal, wir werden belohnt, Alter. Jackie, wenn ich direkt den Hals um war. Ja, da bin ich dran. Da bist du richtig dran. Wir sehen uns, drückt uns die Daumen, wie wir hier vorgehen. Werdet dann diesem Video sehen. Bis dann. Jackie, du weißt, du bist der Erklärbär, genau. Von uns beiden. So, wir haben hier Fische, kleine. Und ja, die werden wir jetzt auf jeden Fall uns zurecht machen. Man kann die um den Ganzen dranhängen, wie ihr wollt. Die schneiden. Du angelst zur Zeit wirklich mit Fetzen gerne, aber auf ja, Zander. Ich schneide die einfach durch. Ich kann das immer ja nicht loben. Bam. So, haben wir zwei Köder. Oh. Und genau, einmal Kopf, einmal Schwanz. Wir hängen jetzt einfach wieder den Kopf dran. Genau. Machen wir ganz einfach. Ich habe hier bloß einen Aalhaken. Ist jetzt nicht optimal, aber ist in Ordnung. Und genau. Aber warum fressen die Zander Fetzen? Einfach so in den Rücken neu, bumm, fertig. Aber warum fressen die Fetzen? Kannst du das erklären? Natürlich. Ist ja egal, ob das ein ganzer ist oder ein halber. Ja, ist recht, wa? Am Ende ein Fisch ist ein, also ein Fisch ist ein Fisch. Das riecht auf jeden Fall nach Fisch. Das riecht denen. Die wissen doch nicht, ob das ein halber ist oder ein ganzer. Also ja, wissen die vielleicht schon, aber ich glaube, das ist den Latte. Ja? Und ja, so. Sieht ein bisschen russisch aus, aber so kommt's raus. Gucken wir mal, ob einer anzurbelt. So ist es. Achso, Montage. Ja, genau, Montage muss ich noch erklären. Hallo. Ja. Montage, ganz einfach, wie immer. Durchlauf. Blei, 60 Gramm, Gummiperle als Stopper und einfach nochmal ein Wirbel und dann hängt hier das Vorfach dran. In dem Falle so 70, 80 cm Haken. Und auf welchen Tiefen angeln wir heute, Jackie? Wir angeln heute recht flach, so auf 1,5, 2 Meter.
Aber die Zander, die kommen im Sommer nachts ran, auch am Ufer, wa? Genau. Auch ins Flache. Und da holen die sich dann die Fischchen weg. Und im besten Fall halt unseren Köder. Weil man muss auch sagen, es ist sehr viel Brut auch unterwegs. Genau. Die laufen, die sind schon geschlüpft, die kleinen Fischchen. So ist es nämlich. Und das snacken die sich weg und deswegen, glaube ich, kleinere Köder. Ja, kann sein. Kann wirklich sein. Auf jeden Fall kommt das jetzt so rin. Schauen wir mal. Genau, wamse rein jetzt. Ich klatsche jetzt rein. Ja. Jetzt Schluss. Jetzt ist Schluss. Uff. Zack. Hast du einfach da rein und tschüssi. Einfach hinhauen und tschüssi. Hingelegt so. Und dann warten. Hingelegt, warten. Wir fiedern heute quasi ein bisschen. Gucken wir ein bisschen auf die Spitze. Ja, fiedern. Klatschen wir an. Gut. So Jungs und Mädels, ja, ich werde jetzt mal Tacheles reden. Und zwar, wurde das so ausgemacht, Jackie, die sagt, komm, wir machen jetzt einen Ansitz, wir haben es unter der Woche. Und ich sagte, naja, klar, auf jeden Fall. Da habe ich gedacht, schön hier vom Auto raus angeln. Ich sagte, naja, ja, werden wir erstmal. So, dann waren wir unterwegs gewesen, ich habe alles gepackt, wir haben uns getroffen, wir sind mit einem Auto gefahren. Und ja, dann schickte mir auf jeden Fall ihre Sprachnachrichten. Sagt hier, na, wir haben 800 Meter zu laufen. Durch die Strip, durch Schlamm. Jungs, durch Schlamm. Was ich hier schon wieder durchgemacht habe, das hätte man eigentlich alles filmen müssen. Aber ja, wie es so ist, wir waren fischgeil, deswegen haben wir alles schon aufgebaut und so. Ja, jedenfalls habe ich Liegestühle alles eingepackt, Schlafsack eingepackt und noch ein schönes Kissen habe ich eingepackt, damit mein Kopf schön liegt und so. Da sagt er, naja, wie gesagt, wir müssen hier 800 Meter schleppen. Was ist los? Wir angeln mal vom Auto raus. Nee, wir müssen durch hier, durch die halbe Wallerei, wo die Wildschweine liegen und was weiß ich. Ihr habt sie gesehen mit den Gypsiletten vorhin am Anfang. Zwar, ich bin durch Schlamm gewartet, durch Schlamm. Der sagt da auf dem Weg, ne, ob ich Stiefel mit hab. Na, ich sag, naja, nee, ich war ja schon auf dem Weg gewesen. Ich habe gedacht, wir angeln aus dem Auto raus. So, naja, da ist ein bisschen Schlamm und so. Ja, der Schlammweg, der war 30 Meter lang. Bin eingesunken bis hierher. Bis wohin? Bis hierher. Das war echt nicht witzig. Jackie hat jetzt noch die Stiefel an hier. Ihr seht's, wie weit er im Schlamm war. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Deswegen konnte ich auch keine Liege jetzt mitnehmen. Wir wollen ja die ganze Nacht angeln, haben wir gesagt. So, ich habe jetzt noch einen verfickten Stuhl, habe ich hier, Jungs. Einen verfickten Stuhl. Darauf muss ich jetzt die ganze Nacht sitzen, auf die Spitze klotzen, beziehungsweise auf den Bissanzeiger hören. Und morgen früh muss ich wieder auf Arbeit. Morgen früh um 4 ist ja wieder Feierabend. Also ich weiß nicht, was ich schon da hier durchmache mit dem. Zweieinhalb Monate haben wir uns nicht gesehen. Und jetzt wieder sowas. Also ich weiß nicht, wo wir sitzen. Ich glaube, hier hat noch nie jemand geangelt. Hier, wir sitzen voll im Busch. Wenn jetzt noch die Mücken kommen, dann drehe ich den Hals um, Kumpel. Die kommen auf jeden Fall. Vor allem, da hat er gesagt, naja, da ist Schlamm und sowas. Da habe ich gesagt, naja, soll ich noch eine Badehose mitbringen oder was? Oder was? Soll man noch hier durch Moor hoppen oder irgendwas? Das können wir vielleicht morgen früh mal zeigen, wenn wir noch Bock haben. Wie gesagt, jetzt hatte ich die Schnauze voll, deswegen haben wir nicht die Kamera angehabt. Ich hatte so die Schnauze voll, Jungs, alles gepackt. Das Nötigste bloß war, ich habe einen schönen Schlafsack und ein schönes Kissen oder ein schönes Kissen mit. Nein, ich muss jetzt auf diesen Stuhl mich hier herstellen, muss die Lehne hintermachen und muss dort ruhen. Also das ist halt, also Jackie. Also alle, die mit den Angeln gehen wollen, ich kann es euch bloß abraten. Ja, das ist das Schlimmste überhaupt. Der rennt sonst wohin, der war schon 5-mal an der Stelle. Ich war noch nicht mal in der Schlammgrube gewesen. Da kam er schon wieder zurückgerannt, hat das schon ja, am Platz gebracht alles. Da kam er zurückgerannt und hat mir wenigstens noch geholfen. Ja, das möchte aber auch sein, weil der hat nämlich Schiss, dass ich den Hals umdrehe. So ist es. Ja, wie wir schon erzählt haben, wir angeln hier schön auf Zander. Mal gucken, vielleicht geht auch ein Aal ran. Und ja, wie gesagt, Jackie, du hast schon den ersten Biss gehabt, wa? Ja, wir hatten schon den ersten schönen Biss. Leider verhauen. Gucken, was die Nacht noch so bringt. Wie gesagt, hier muss was gehen. Hier kommt nicht jeder her. Hier hat nicht jeder Bock herzugehen. Also ich persönlich hätte auch keinen Bock hierher zu gehen. Weil, naja, was soll ich sagen, wa? Wenn man mich anguckt, Jackie. Ja, wir werden jetzt noch eine Pfanne aufmachen, werden noch ein bisschen was fressen und ja, die Dämmerung, die bricht dann nachher an, in einer Stunde ungefähr, die Sonne geht gerade unter, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann nachher nochmal, vielleicht beim Fisch, ja, oder wie ich hier auf dem Stuhl abmatte, nicht mal ein Schlafsack, nichts, ist, ach, Jungs, ich habe schon wieder die Schnauze voll, morgen früh um 4 den ganzen Weg wieder zurück, durch den Schlamm und ach, ich mache jetzt hier Schluss hier, weil sonst haue ich nämlich gleich ab, ja, vielleicht beißt was. Und ja, mit Jackie, ihr wisst selber, mit dem macht man was durch. Und naja, da habe ich wieder einen richtigen Partner am Start hier. Dick und doof, also der ist auf jeden Fall doof. Und dann werden wir weitersehen. Drückt uns die Daumen, dass ihr einen Fisch seht. Oh, Jackie? Ja, hab ich. Wir sehen uns. Jungs, jetzt ist es passiert, ich habe gerade reingehauen.
Und der hat direkt sofort angehauen. Jackie, du hast sofort angehauen. Alter. So, Achtung, der könnte gleich abgehen. Ihr seht ihn noch, der hängt ganz knapp. Alter, Jackie, wie schnell haust du an, hast du gehört? Aber das Top, das hat dreimal gezuppelt, auf immer haut er schon an. Aber man sieht's. Ihr seht's, Leute. Zu Recht. Zu Recht. Kurz gehangen. Ihr seht's, es ist nur ein 40er, 45er Zander. Aber trotzdem, Petri, Kumpel. So, Jungs und Mädels, jetzt die Kamera ausgehangen. Die spinnt ab und zu mal. Wir haben den Zander natürlich zurückgesetzt. Ja. Er war untermaßig. Ihr habt die Sehne, er hat ganz knapp gehangen. Jackie hat jetzt neu anmontiert. Genau. Wieder dasselbe Fetzen, aber das Fetzen so funktioniert. Wahnsinn. Ja. So ist es und deswegen angeln wir auch so. Ihr habt es gesehen, war ein kleiner Zander. Wir wissen, hier gibt es halt auch wirklich einige kleine Zander und damit wir die halt nicht verangeln, angeln wir so und schlagen schnell an, damit sie gar nicht erst schlucken können. So ist es. Genau. Los, Jackie, jetzt, die muss rein jetzt. So ist es, rein. Wir werden nachher noch mal ein paar Worte sagen. Ja, genau. Petri. Petrus. So, Jungs und Mädels, jetzt hat man wieder Probleme mit der Kamera. Ich weiß nicht, was damit los ist. Das ist ein Dreckding. Der hat schön gezogen. Oh, ich nehme mal einen Kessel wieder runter. Oh, ich glaube, das ist ein Juter. Das ist ein schöner, Alter. Yes, Alter! Oh, ich weiß nicht, was mit der Kamera schon mal los war. Aber der hat schön Schnur genommen, Jackie, war. Hier vorne an der ersten Uferkante. Jackie, hast du es gesehen? Der war gut. Wie der Schnur genommen hat. Der hat ich habe schön Schnur gegeben. Oh, warum haben wir das nicht drauf? War? Kamera wieder ausgegangen. Ich weiß nicht, was damit los war. Letztes Mal war ich im Ring mit der los. Naja, da hat sie vielleicht eine Macke gekriegt oder sowas. Was für ein schöner Zetti jetzt, Jungs. Geiles Ding. Oh, war richtig geil. Ich habe so angewurzelt. Der hat so Schnur genommen. Das war mal ein richtiger Biss gewesen. Habt ihr gehört? Jetzt habe ich mir ihn geholt. Wir werden euch jetzt gleich zeigen. Yes! So, Jungs und Mädels, in der Dämmerung. Wenn es dämmert, dann hämmert. Schade mit der Kamera, war. Der hat schön Schnur genommen. Ja. Der hat zwei, dreimal gezuppelt. Jackie hat gerade seine Rute reingehauen. Und hat er meine Rute schnell in der Hand genommen. Ich habe Bügel aufgemacht. Der ist schön übelst abgepfiffen. Schön Schnur genommen. Richtig geiler Zander in der Dämmerung, Jungs. Mit Köderfisch und Tiroler Hälzel. Was ein geiler Fisch. Der ist doch top. Oh, der hat einen Kleid genommen, war? Ja. Wahnsinn. Den wir mal schnell verarzten. Genau. Und hoffen wir mal, dass noch einer kommt. Nice Ding. Geil, guckt mich an. Zander mit Köderfisch. Richtig mega. Nice, Mann, Jackie. Geil. Petrus, Alter. Hat sich alles gelohnt, war. Ich bin durch Matschi gewartet und alles war. Mega. Petri. Danke. Jungs und Mädels, was ist hier los? Ich habe die gerade wieder reingeschmissen hier vorne am Ufer. Erste Kante, Jackie, war. Und die linke habe ich gerade reingekurbelt. Da ist irgendwas drauf geschossen. Wir wollten auch die Kamera gerade anmachen, habe ich ihn vorne am Ufer verloren. Ja, was ist denn hier los? Jackie, der läuft hier. Das ist doch geil. Hey Jungs, der nächste Biss guckt, wie er läuft. Was ist denn hier los? Das wird die krasseste Nacht, die wir hatten, oder was? Was ist denn hier? Jackie, ey, das ist Wahnsinn hier. Ich werde jetzt anhauen, Jungs. Hängt! Hängt, Jungs! Schon wieder ein Zander. Pace! Geil! Oh, Jungs, ihr habt sie gesehen. Wieder ein Zetti. Leider ein bisschen kleiner. Aber der hängt ganz vorne, Jackie. Top. Jungs, ihr seht da, nicht lange gewartet. Hängt hier ganz vorne im Maulwinkelbereich. Hier. Ja, was ist denn jetzt hier los, Jackie? Wo hast denn du mich hier hingeführt, hast du gehört? Oh. Dann zeige ich euch ganz schnell, kommt natürlich schnell wieder rein. Geiler Zetti. Zack, ein bisschen Schwung geben. Und ihr habt sie gesehen. Schnelle Anhiebe, schnell anhauen. Da hängen die Zander wenigstens vorne. Wir haben auch schon viel gesehen, dass hier viel auch verangelt wird und so. Und hier wird auch sehr viel mitgeschleppt. Das finden wir sehr schade. Aber es muss jeder selber für sich entscheiden. Deswegen gibt es auch mehr Verbote. Oder, Jackie? So ist es. Wie gesagt, wir lassen die auf jeden Fall frei. Wir nehmen mal so einen Küchenzander mit. Wenn er mal so zwischen 55 und ja, wir können auch sagen, maximal 65 hat. Wir können ja auch sagen, den größeren haben wir jetzt natürlich mitgenommen. Ja. Weitgerecht verarbeitet. Ja. Ihr seht es auch. Wichtig ist auch, wir haben hier eine große Kühlbox. Da ist da drin. Ja, jedenfalls hier haben wir drin, Jungs. So. Jackie hat noch ein paar Kühlakkus mit. Ey, ich muss hier vorne an der ersten Uferkante, wir haben drei Weitrausen
Und das war echt krass gewesen mal bei meiner Route. Ich hole rein in der Oberfläche, war immer baff, aber vielleicht Rapfen oder so, keine Ahnung. Hier vorne vom Ufer abgegangen, Jackie wollte die Kamera anmachen, ihr hört die frischen Hintergründe, ey, richtig geiles Feeling. Die Sonne ist jetzt untergegangen. Und hier vorne jetzt innerhalb von 10 Minuten der zweite Biss nach dem Zander. Wieder ein Zander, ich fange 3 Zander. Jackie, was ist hier los? Wir machen jetzt neues Fischchen ran. Und ja. So Jungs und Mädels, wie ihr seht, wir sitzen im Auto. Wir haben es noch nicht früh. Wir haben es gerade mal nicht mal 24 Uhr. Ja, das war schon wieder eine Aktion, Jungs und Mädels hier. Das ist schon wieder voll zum Kotzen hier. Also, ich sag, wer den kennt, da kann man sich eigentlich einbuddeln. Wie gesagt, bin wieder durch den Schlamm gerobbt. Warum? Ich will erstmal sagen, warum haben wir jetzt abgebrochen? Weil es waren, wir saßen ja komplett, jetzt wird es erstmal dunkel hier. Was ist hier los? Meine Fresse. Wir waren ja voll im Busch, haben wir gesessen. Ja, und was passiert im Busch natürlich war, das sind Millionen Mücken. So, wir sind komplett zerstochen. Wir haben versucht, ein bisschen zu ruhen auf dem Stuhl, aber das ging nicht hier. Es war überall hier und überall gestochen. Ja, aber das ist natürlich klar, wenn man keine Liege dabei hat und keinen Schlafsack. Das ist natürlich klar, Kumpel. Die Mücken sind so oder so da. Da kommt ja nicht drum rum. Naja, aber im Busch sich zu setzen, hier durch Schlamm nach Robben hier, am besten noch eine Badehose an und alles. Naja, nichtsdestotrotz war es ein richtig geiler Abend. Ja, so können wir halt noch 4 Stunden im Bett pennen oder 3,5 Stunden. So ist es. So musst du auch sehen, das beschlägt dir schon wieder, wa? Ja, weiß nicht auch immer wieder. Naja, ist halt so. Ist halt Technik, wa? Mhm. Ja, wie ihr gesehen habt, es hat sehr gut funktioniert mit Köderfisch. Und wir konnten 3 Zander fangen. Jackie, richtig geil, war ein richtig geiler Abend. Wir hatten noch ein paar Fehlbisse. Und was ist denn hier los? Das gibt's ja auch nicht, Jackie. Was ist denn hier? Oh, jetzt, ja. Ja, dich braucht man nicht so nah sehen, aber mich hier. Ja, wie gesagt, 3 Zander sind es geworden. Auch ein schöner Zander, muss man sagen. Genau. Die 2 kleineren Zander, die haben schön vorne gehakt. Immer zeitig anhauen, das machen wir zumindest. Kann jeder selber entscheiden, wie er mag. Und bei uns funktioniert das, eine Schwanzwurzel einhängen. Beziehungsweise, ja, wenn ihr einen kleinen Fetzen habt am Kopf und dann halt zeitig anschlagen, wie Jackson schon gesagt hat. Und dann seid ihr auf jeden Fall an der sicheren Seite. Das beschlägt schon wieder hier, Jackie. Ich weiß nicht, was los ist. Wollen wir die Kamera raushauen hier? Hau die aus dem Fenster. Ja, was ist denn hier? Ja, jedenfalls, jetzt düsen wir heim. Das waren hier 4-5 Stunden gewesen. Eine prallende Sonne erstmal. Bei 30 Grad noch gesessen. Ach, das wird nicht besser. Guck mal, Jackie. Naja, das ist halt so. Wir sind keine Profis, wa? Heute ist alles so. Heute ist sowieso alles sinnlos. Ja, Jungs und Mädels, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Abo da. Schreibt gerne was in die Kommentare. Und aktiviert die Glocke, so verpasst ihr kein Video mehr. Genau, und wir sind jetzt wieder öfters am Start. Ja. Ah, Jackie, meine Montage ist vorbei, wie schon erwähnt. Ja, hoffentlich mal ein bisschen, ja, dass es mal wieder klappt mit der Kamera und alles. Also heute war wirklich absolute Katastrophe. Ständig irgendwie die Kamera nicht angegangen, dann ausgegangen. Und Alter, ja, also wir hatten halt ganz schön zu kämpfen. Ihr seht es ja, jetzt beschlägt die wieder, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das ist, dein Atem, Jackie. Nee, never. 100 pro. Weil du so schwitzt, glaube ich. Ja, ich glaube, ey, das waren die schrecklichsten 4-5 Stunden meines Lebens, glaube ich. Die Gypsy-Letten, die sind voll hier, voller Schlamm. Die muss ich nachher erstmal nochmal duschen. Und ja, wir machen uns auf den Weg nach Hause. Alle, die draußen sind, tight lines, straffe Schniere heißt es, wa? Petri Reihe, ja. Genau. Und ja, wir sehen uns nächsten Sonntag. Jetzt ist wieder angesagt, jeden Sonntag. Wir lassen keinen Sonntag mehr frei jetzt oder aus. Und ja, dann würde ich sagen, bis nächsten Sonntag. Vielleicht auch mal ein App-Video oder sowas nächste Zeit. Mal gucken. Mal gucken. Genau. Wie gesagt, wir müssen erstmal alles hier wieder in Gang bringen, so richtig. Und ja. Genau. So, Jungs und Mädels, wir wollen euch nicht vollsabbeln. Deswegen haut rein. Schönen Sonntag euch noch. Scheiß nicht ins Nest. Genau, wir sehen uns. Bis Dänchen an. Tänchen.